Okay. Es gibt noch mehr, ne? Das ist nicht alles an Map, ne? Kann er mal rauszoomen. Das ist die Map, ne? Also da kommt, da ist noch viel, viel mehr. Ne? Das ist nicht alles. Nicht, dass ihr da denkt, da gibt's nicht mehr. So. Clay können wir mitnehmen, ne? Ist, glaube ich, ganz gut. Huch, wo haust du denn hin? So, 64 Clay haben wir schon. Irgendwo noch Glas? Nee, ne? Da ist Glas, glaube ich. Oder? Nee, ein Stein. Ich glaube, hier hatte ich vorher gebaut. Ja, hier neben der Brücke, hier links. Da hatte ich vorher gebaut, also im privaten Spiel. Weil ich das hier mit dem Steg so ganz toll fand. Hier kann man bestimmt echt gut angeln. Kann man bestimmt gut angeln da. Ist noch ein Stück. Und ihr seht, es ist schon verdammt riesig. Ne? Es ist nicht gerade klein. Muss man sagen. So. Naja, gut. Boote, habe ich gesehen, gibt es wohl auch später. Also man kann wohl auch später mit dem Boot cruisen, rumcruisen. Ich weiß nicht, ob man tauchen kann. Keine Ahnung. Hey, was ist das denn für ein Holz? Ist das was anderes? Das ist doch bestimmt ein anderes Holz, oder? Nee, ist auch Holz, aber ist Birke. Hä, wie cool, dass es einfach so ein bisschen anders aussieht. Was ist das hier für ein Obstbaum oder Obstdings? Ach, Pflanzen waren das nur, so Blümchen. Voll schön hier. Warum haben wir nicht hier gebaut? Wir können da noch umziehen, so ist es ja nicht. So, wo ist denn jetzt das Dingen? Bestimmt hier oben, ne? Use air rolls to jump over long distance. Was? You can jump further when you're rolling. Instead of regular jumping. Run forward and jump forward. After your left... Oh Gott. Okay, alles klar. Oh, das muss man erstmal üben, ey. Wie war das denn jetzt mit dem Rollen? Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich probiere das gerade nochmal. Ich meine, man kommt so, so rüber, aber ich will es gerade mal ausprobieren. Okay, alles klar. Ist ein bisschen so Diablo-mäßig, ne? So von der... Von der Ansicht her, ne? Oh, Birnen! Schön. So, Map ist geupdatet worden. Müssen wir wieder zur Höhle? Wir müssen bestimmt wieder zur Höhle, ne? Kann das sein? So. Nehme ich einfach mal alles mit. So. Würde sich, glaube ich, echt tatsächlich lohnen, wenn wir auch irgendwie eine Kiste bauen für uns. Macht es Sinn nach Hause? Nee, ich glaube, wir gehen direkt zur Höhle. Ich glaube, es macht jetzt Sinn, zur Höhle zu gehen. Also denke ich mal, dass wir jetzt dahin müssen. So, hier lang. Pitsche, patsche, pitsche, patsche. Ich hatte übrigens noch nie diese Hexe gefunden. Also diese Tante da. Die es da noch gibt. Die in der Ortschaft wohl wohnen soll. Okay. Na, das kann ja interessant werden jetzt. Das wird bestimmt großartig. Huiuiuiuiuiui. Ancient Caves. Aha. Ah, okay, man kann seine Sachen hier also rausholen dann. Das ist ja toll. Das ist normaler Stein. Oh, hier kann man eine Brücke bauen. Könnten wir machen? Mach ich mal. Wie cool ist das denn? Jetzt auch nicht so weit vorgehen hier. Ein bisschen Angst, wenn hier irgendwas kommt. Hä?
wie geil. Level up. Oh Gott, wo geht's denn hier mal hin? Wie gesagt, das kann man zum Beispiel auch mit der Maus steuern, also indem man mit der Maus klickt und so. Ich habe das jetzt mit WASD und mit der Maus schlage ich quasi... Mit der Maus schlage ich quasi... Oha! Fünf Dings, wie viel haben wir denn davon eigentlich? Sechs, ja, ich würde das glaube ich behalten, die Kohle. Das ist echt ein bisschen wie Diablo, ne, gemacht. Da ist auch noch eine Kreatur. Können wir auch anmachen, wenn wir wollen würden. 75 Stein! Holy shit, Alter! Uff. Okay, gut. Ist ja nicht so, dass wir hier keinen Stein haben, ne, den wir abbauen können. Hier nicht, aber oben war auf jeden Fall noch Stein gewesen. Wie viel haben wir denn an Stein? 66. Kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Hier zum Beispiel. Ob sich das lohnen wird, das werden wir sehen. Ah, 86. Können wir schon bauen, wenn wir wollen. Ich nehme die auch nochmal mit. Wieso leuchtet Tab da unten links? Ah, hier. Achso, wir haben wieder ein Skill. Ah, drei Skill Points haben wir. Oh, sollen wir mal hier ein bisschen Heavy Block. Shield Blocking. Machen wir mal. Aber wie können wir den blocken? Macht der es automatisch? Aber das haben wir bisher gar nicht kennengelernt, ne? Wahrscheinlich können wir Schilde irgendwann bauen. Wo geht... Wo geht... Okay, die gehen ja einigermaßen. Die Kleine. Die kleinen Scheißer gehen ja einigermaßen. Wenn man richtig Timing drückt, das geht das eigentlich. Ich hätte genau ein paar Steine zum Abarbeiten. Wo Kohle? Hier ist Kohle zum Beispiel. Das kann man mitnehmen. Kann man gut gebrauchen. Also ich finde es ein echt cooles Survival-Game. Vor allem so ein bisschen Höhlen erkunden ist bestimmt mega. Indem man so weiterkommt, indem man Brücken baut und so, ist bestimmt interessant. Ich würde tatsächlich mal diese Brücke bauen wollen, weil wir haben jetzt genug Stein. Das noch im Multiplayer wäre bestimmt witzig. Ich glaube, das werde ich bestimmt häufiger sagen. So, war denn die Brücke? War das hier jetzt? Ja, hier. So, let's go. Voll cool. Oha. Okay, wir haben irgendwelche Augen eingesammelt. Das hier. A dark and evil substance found from enemies. Powerful and dangerous. Okay. Echt cool. Hat viele Mechaniken. Ja. Find's auch echt mega. Vielen Dank nochmal an den Entwickler. So. Ein Steg. Gut, bisher ist aber nichts Besonderes hier, ne? Ich esse mal eben. Haben wir überhaupt noch was zu essen? Pilze haben wir noch. Harvest from Caves in the Darkness Area. Okay. Wir haben noch... Oh, Bieren haben wir ja noch, stimmt. Gucken. Was ist das denn? Die Nester erstmal zerstören. Oh, da oben liegt Gold. Wie kommen wir denn da dran? Oh, das will ich haben. Wie kommen wir da hin?
Und da ist noch Kohle. Okay, eins nach dem anderen. Erstmal Kohle. Oh, Gold gibt's hier zu finden. Ich sehe unseren Rucksack schon. Ich sehe ganz weit vorn unseren Rucksack. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir da hinkommen. Bestimmt geht's hier irgendwo raus. Ja, da, okay, alles klar. Ja, Mann. Gold, wie viel ist das? 8. Juhu, wir haben 8 mal Gold. Geil, besser wie gar nichts. So, hier Pilze. Weiß nicht, wofür sie sind. Wahrscheinlich kann man sie braten. Oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich fände es doch cool, wenn die Fackeln noch irgendwie ausgehen nach einer Zeit, dass man die vielleicht ersetzen müsste oder so. So, ist das auch Kohle? Okay, da links ist ein Dings, ich sehe es schon. Wieder ein Nest. Oh ne, das sind irgendwelche Splitter. Oh Gott. Okay, das sind ein bisschen viele. Holy shit. Da sind ein bisschen viele. Okay, oh holy. Jetzt kommen sie aber. Hä, wo kommen die her? Jetzt wollen sie es aber wissen, wa? Da, Cookie, danke. Oh, da. Da, Cookie, danke fürs Einschalten. Gute Nacht und schöne Weihnachten zusammen. Das Nest da unten zerstören. Oh nein, wir sind fast tot. Ohoho. Nein, was machst du denn da? Uah. Boah, ich muss weg. Boah, pff, Alter, sind das viele. Holy shit, Alter. Ich muss das scheiß Nest da irgendwie zerstören, damit das hier mal aufhört. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Ich schaff das nie im Leben, wenn es so weitergeht. Ah, jetzt. Hua, nein, hua. Oh, bin gleich tot. Alter Schwede, das Nest, das war aber Hardcore, ne? Alter Falter. Irgendwie was von Ori, die Gegner. Ja, Ori kenne ich nur vom Sehen. Das habe ich selbst nie gespielt. Was ist das denn? Oh nein, hier ist ein bisschen Boss, ne? Ist das eine gute Idee, hinzugehen, wenn wir so wenig Leben haben? Game saved. Oh oh. Ich bin weg. Ciao. Ne, wir haben zu wenig Leben. Und wir haben auch, glaube ich, nur noch ein paar Beeren zu essen. Ich will einmal hier gucken, was hier ist. Hier ist gar nichts, okay. Ja, wir haben ein bisschen was gesammelt, ne? Gestein, so Kristall, irgendwo hatten wir irgendwie was, ne? Hier, Iron Shards, okay. Damit können wir bestimmt, das ist Stahl. Damit können wir bestimmt irgendwie Stahlbarren herstellen oder sowas. In der Schmiede.
noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Wir heilen zwar jetzt, aber... Wir sollten uns auf jeden Fall eine bessere Pickaxe herstellen. Wenn wir zu Hause sind. Mal gucken, dass wir jetzt irgendwie nach Hause kommen. Wo geht's denn da lang? Je weiter man im Dungeon natürlich fortschreitet, desto schwieriger wird's. Ne? Ist ja überall immer so gewesen bei den Spielen. Eigentlich will ich gar nicht weitergehen, weil ich auch gar nicht weiß, wie wir hier zurückkommen. Und, nee, bestimmt nicht. Ich würde das gerne alles noch weiter erkunden, aber dazu sind wir, glaube ich, noch zu schwach. Und das wird wahrscheinlich auch nicht einfacher. Weil da werden bestimmt auch noch bessere Gegner kommen und größere und schwerere und irgendwie so. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück. Wir haben einiges gesehen von der Höhle. Wo ich eigentlich noch gar nicht so weit vorpreschen wollte, aber gut. Hier hatten wir, glaube ich, auch soweit erstmal alles, ne? Genau, dann gucken wir mal. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Kann das sein? Waren wir hier schon? Nein! Nein! Ah, fuck! Ist ja nur ein Spinnennest, ne? Okay, das ging ganz gut. Da sind noch Pilze. Aber ich würde gern Gold noch mehr finden. 50 kostet der Rucksack, ne? Den wir da gesehen haben. Im Shop. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, ne? Oh, Kisten. Nein, hör auf. Lass das. Okay, in den Kisten ist echt gar nichts drin. Mann, ich will gar nicht weiter voranschreiten, aber es macht so viel Spaß. Es macht gerade echt Spaß, in der Höhle zu erkunden. Weil ich nicht weiß, was hier... Nee, ich bin weg. Ciao. Das, Nee. Tüdelü. Ich bin dann mal weg. Das können wir nochmal ein andermal machen. Da bin ich jetzt erstmal... out of order. Da werde ich jetzt erstmal... Kommen wir hier zurück? Natürlich nicht. Uah! Und alles barfuß, ne? Barfuß im Sand und stehen wir noch gestrandet. Und wir singen und singen und singen. Di-di-la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 . So. Wo war denn der Ausgang? War das hier? Ja, hier die Brücke. Ja, hier ist der Ausgang. Puh. Aber gut zu wissen, dass man in der Kiste dann auch seine Items da, seine Standard-Items irgendwie behält, dass man die herausholen kann. Das ist ja cool. Irgendwie schon sehr geil, ne? Muss ich sagen. Boah, vor allem das Land noch zu erkunden, ist bestimmt auch mega interessant. Ob man noch andere Dörfer oder so erkundet? So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach Hause speichern. Müssen uns auch um Nahrung kümmern. Ich bin überlegen, ob wir mal ein bisschen was anbauen. Dass wir vielleicht einen Garten bauen. Wir wollten ja auch eine bessere Pickaxe bauen. Besseres Schwert wäre, glaube ich, erstmal ganz gut, wenn wir nochmal in den Dungeon gehen sollten. Das nehme ich nochmal mit hier, warte. So, Level Up hatten wir wieder. Wo war denn jetzt unser Haus? Da oben. Okay, noch ein Stück weiter. Ach, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Nirgendwo ist es schöner als wie zu Hause. So, hier Holz. Nein. Können wir einlagern. Ich finde das voll geil, dass man es so einlagert. Es gibt auch einen Steinpill-Dingsbums. Gibt's auch. So, jetzt mal gucken. Können wir ein Schwert herstellen? Was fehlt uns da? Holz fehlt uns da. Haben wir gerade eingelagert, aber ist nicht so schlimm.
Wir können ja mal gucken, ob hier irgendwann mal wieder Bäume nachwachsen, wo wir hier abgeholzt haben. Nach der Zeit. Dann kann man das ja auch beantworten, ob das nachwächst. Weil hier sieht es echt kahl gerade aus. Oder man muss vielleicht Bäume selber pflanzen, weiß ich nicht. So. Blub, blub. Blub, blub, blub. Nehmen wir die beiden auch noch mit, würde ich sagen. Sehr schön. Blub, blub, blub. Gut. Dann haben wir erstmal ein bisschen wieder